Man nennt ihn den Schlechter vom Balkan. Nach 16-jähriger Flucht ist Ratko Mladic den Fahndern im Mai ins Netz gegangen. Einer der meistgesuchten Männer der Welt ist jetzt in Haft. In seiner Heimat protestieren seine Anhänger. Doch seine Auslieferung an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag konnten sie nicht verhindern. Auf diesen Anblick haben viele Kriegsopfer lange gewartet. Der einst übermächtige General in Zivil vor einem Richter. Ratko Mladic. Die Trauer ist groß und die Wut auf diesen Mann ist in all den Jahren nicht kleiner geworden. Er ist Abfall, er ist ein blutrünstiger Mann. Er hat unsere Söhne umgebracht. Dafür soll er jetzt büßen. Die Fahndung nach Ratko Mladic nahm in den 1,5 Jahrzehnten groteske Züge an. Wie ein Schatten entkam der Mann allen, die nach ihm suchten. Ohne höchste politische Deckung wäre ein so langes Versteckspiel unmöglich gewesen. Doch wer hielt die Hand über diesen General, dem im Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 die abscheulichsten Kriegsverbrechen vorgeworfen werden? Auf seinen Kopf waren 5 Millionen Dollar ausgesetzt. 5 Millionen. Aber Mladic blieb unauffindbar und spielte mit den internationalen Behörden Katz und Maus. Hunderte Vorstöße, tausende Verhaftungen, monatelange Überwachungen. Bis vor wenigen Wochen alles vergeblich. Der Ex-General ist angeklagt, während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien Sarajevo bombardiert zu haben. 68 Tote gab es an diesem einen Tag. Unter seinem Befehl war die Bevölkerung den Angriffen von Scharfschützen ausgesetzt. Und er ist wegen des Massakers von Srebrenica angeklagt. Auch die Tötung Tausender bei der Belagerung Sarajevos wird Mladics Truppen angelastet. Bilder von Massenexekutionen, die die ganze Welt erschütterten. 8.100 Tote. Dafür war Ratko Mladic vom Haager Tribunal verfolgt worden. Als Kriegsverbrecher, wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber Mladic entkommt der zweitgrößten internationalen Fahndung nach der von Osama Bin Laden 1,5 Jahrzehnte lang. Wer beschützte ihn? Wer stand hinter ihm? Dieser Film zeigt Mladics Netzwerk, jenen Personenkreis, der ihn die ganze Zeit gedeckt und seine Flucht begünstigt hat. Wer ist Ratko Mladic? Um diesen Mann besser zu verstehen, gehen wir zurück ins Jahr 1991. Jugoslawien zerfällt unter dem Druck des Nationalismus, im Zentrum der Begehrlichkeiten Bosnien. Die Kroaten sind Christen und fordern Enklaven, in denen sie in der Mehrheit sind. Die muslimischen Bosnier wollen die Unabhängigkeit. Die orthodoxen Serben sind in der Mehrheit auf einem Territorium, das autonom werden wird, die Serbische Republik. Die drei Parteien liefern sich einen gnadenlosen Krieg. Von allen Seiten werden Grausamkeiten begangen. Im Krieg steigt Mladic zum Oberkommandeur der bosnischen Serben auf. Seine Truppen vergöttern ihn. Mladic stellt sich als Mann des Volkes dar. Dieses Image kultiviert er mit vollendeter Propaganda. Er inszeniert sich selbst perfekt. Für die Kameras greift er sogar zur Sense. Wir bereiten uns auf den Winter vor. Man muss die schönen Tage nützen. Es geht nicht nur um die Ernte. Wir arbeiten für das Überleben des serbischen Volks. Das wird uns retten. Hinter der lächelnden Fassade verbirgt sich ein brutaler und entschlossener Mann. Juli 1995. Ratko Mladic ist bereits wegen der Beschießung der Zivilbevölkerung Sarajevos angeklagt. Das Massaker von Srebrenica wird seinen Sturz beschleunigen. Srebrenica liegt im serbischen Teil Bosniens, eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, alles Muslime. Srebrenica ist eine UNO-Enklave, doch die niederländischen Blauhelme sind bald überfordert.
Mladics Armee besetzt die Stadt. Vor den Kameras beruhigt Mladic tausende Zivilisten, die fliehen wollen. Bitte haben Sie Geduld. Wer hier bleiben will, kann bleiben. Wer gehen will, kann gehen. Es wird genug Busse und Lastwagen geben, um sie nach Kladanje zu bringen. Aber zu dieser Zeit dürsten die Serben nach Rache. Denn Srebrenica war ein Zentrum bosnischer Gegenoffensiven gewesen. Von hier aus waren umliegende serbische Dörfer überfallen worden, mit hunderten serbischen Opfern. Die Zivilisten in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt haben Angst. Die meisten beschließen zu gehen. 8000 von ihnen werden sterben. Wie dieser 16-jährige Junge. In den darauffolgenden Tagen findet man überall Leichen. Diese Leichenhaufen klagen an. In Srebrenica war Mladic der starke Mann. Die internationale Öffentlichkeit ist entsetzt. Im Juli 1995 erlässt der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Ratko Mladic. Im Dezember 1995 endet der Krieg. Die Jagd kann beginnen. Dieses bisher unveröffentlichte Video zeigt Mladic im Jänner 1996. Er liest einen Artikel der Nachrichtenagentur Reuters, nachdem das Haager Tribunal beschlossen hat, ihn als Kriegsverbrecher anzuklagen. Ich bin kein Kriegsverbrecher, ich bin der Beschützer meines Volkes. Sagen Sie das Reuters. Sie sind die Kriminellen und die, die den Krieg begonnen haben. Zum gleichen Zeitpunkt bereiten die internationalen Kräfte die erste Operation vor, um den serbischen General zu verhaften. Die folgenden Bilder waren lange unter Verschluss. Sie zeugen vom Unvermögen der internationalen Gemeinschaft. Es ist Frühling 1996, fast ein Jahr nach der Anklage Mladics. Naiv rückt ein US-amerikanischer Trupp in die Kaserne von Empirsak vor, um den Ex-General zu verhaften. Ein Hubkonzert warnt die Bevölkerung. Die Fahrzeuge werden blockiert. Ein serbischer Offizier beruhigt die Demonstranten. Aber weder für ihn noch für die Zivilisten gibt es einen Grund, um Mladic auszuliefern. Solange sie nicht verschwinden, gehen wir hier nicht weg. Wir werden schießen. Ich bitte Sie, ein bisschen Würde hier. Lassen Sie niemanden hinschlagen oder die Fahrzeuge beschädigen. Wir müssen richtige Serben sein. Wir wollen, dass Sie als Erste gehen. Sie werden abziehen, ich verspreche es. Wir werden keiner ausländischen Streitkraft erlauben, bei uns Ordnung zu schaffen. Wir liefern weder Karadzic noch Mladic aus. Das ist nicht verhandelbar. Niemand kann uns unsere Anführer wegnehmen, solange wir hier sind, um sie zu beschützen. Sie können 1 Million Richter für 1 Million Serben schicken. Wir sind bereit zum Kampf. Nach 2 Stunden ziehen die internationalen Streitkräfte unverrichteter Dinge ab, gedemütigt. Sie werden nicht so schnell wiederkommen. Wer sind die Männer, die bereit sind, zur Waffe zu greifen, um Ratko Mladic zu beschützen? Wir haben einen der Anführer aufgespürt. Er ist kein einfacher Zivilist, sondern Ex-Hauptmann der serbischen Armee von Bosnien. Einer, der dem Militärchef nahe stand. Er weigert sich, gefilmt zu werden, aber die Kamera dreht diskret mit. Mladic nannte diesen Mann Long Gun, langes Gewehr. Er war einer der besten Scharfschützen. Heute ist Long Gun nicht mehr so stolz. Ich kann nichts sagen. Du kannst dir die Probleme nicht vorstellen, die ich hatte. Sie wollten mir an den Kragen, weil ich Kriegsverbrecher unterstütze.
Sie haben mich zerstört. Sie haben mich verfolgt, eingesperrt. Einige Minuten später ruft er seinen Anwalt an, um zu fragen, ob er mit uns sprechen kann. Ratko Mladic zu unterstützen, hat ihm die schlimmsten Unannehmlichkeiten eingebracht. Die Polizei verdächtigt ihn immer noch, ein Mitglied jenes Teils des Militärs zu sein, aus dem das Netzwerk Mladic bestanden hat. Nach dem Gespräch mit seinem Anwalt zögert er immer noch. Ich kann nicht wirklich mit Ihnen sprechen. Ich habe gefragt. Es ist nicht möglich. Ich riskiere zu viel. Bevor wir gehen, bietet er uns ein Glas Raki an, den hiesigen Schnaps. Und mit etwas mehr Lockerheit vertraut er sich uns an, während die Kamera weiterdreht. Voilà. Wir waren so gute Freunde. Wir waren so viel zusammen mit Radovan Karadzic oder Mladic. So eine Scheiße mit diesem Tribunal. Ich habe es kommen sehen. Hinter ihnen waren sie her und mich haben sie geschnappt. Ich wurde misshandelt. Sie haben die Jagd eröffnet. Alle wollten Blut sehen. Als Beweis für seine Freundschaft mit den Kriegsverbrechern zeigt uns Longan sein Geheimversteck. Einen kleinen Raum, in dem die Wände mit Fotos seiner Helden tapeziert sind. Da sieht man Ratko Mladic und Radovan Karadzic, den Ex-Präsidenten der Serbischen Republik. Sein Prozess wegen Völkermordes ist bereits im Gang. Mladic und Karadzic waren ziemlich oft hier. Treue Anhänger wie Longan machten die Jagd auf Ratko Mladic in dieser Region schwierig. 1999, also 4 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica, zeigt er sich immer noch öffentlich bei Feierlichkeiten des Militärs. Alle wussten es. Anscheinend nur der Westen nicht, der ihn suchte. Wie Alain Richard, französischer Verteidigungsminister von 1997 bis 2002. Gerade der französische Geheimdienst war in die Jagd auf Mladic stark involviert. Bis mindestens 2002 sah man Mladic in der Öffentlichkeit, im Restaurant. Nein, nein, das ist alles erfunden. Die Behörden wussten nichts. Fakten, die darauf hinweisen könnten, dass er sich an dem Tag zu dieser Stunde an jenem Ort befand, jemand, der Mladic eindeutig erkannt hätte und dann hätte niemand interveniert, solche Fälle kenne ich nicht. Um herauszufinden, ob Mladic wirklich Bewegungsfreiheit gehabt hat, begeben wir uns zur serbischen Polizei. Sie besitzt Videos, die im Zuge von Razzien bei Mladics Familienangehörigen beschlagnahmt worden waren. Alle wurden in jenem Zeitraum aufgenommen, als bereits nach ihm gefahndet wurde. Mladic, der Partytiger. Mladic, der Stratege, der Schach spielt. Und Mladic, der brave Familienvater bei der Hochzeit seines Sohnes, wie er mit seiner Schwiegertochter tanzt. Wie doch die Zeit vergeht. Hier sehen wir Mladic als überglücklichen Opa mit seiner ersten Enkelin Anastasia. Das war 2001, also 6 Jahre nach seiner Anklage. Die Spur war im Sand verlaufen. Wir recherchieren weiter. In Belgrad haben wir mit einem Mann ein diskretes Treffen in einer Parkgarage. Damals war er serbischer Geheimdienstchef. Sein Auftrag war es, Mladic zu verhaften. Aber als er mit den Franzosen verhandelt, wird ihm klar, dass sie die Verhaftung von Mladic verschleppen wollen. Im Dezember 2001 bin ich gemeinsam mit dem Außenminister nach Frankreich gefahren, um Verteidigungsminister Alain Richard und den französischen Geheimdienstchef General Rondeau zu treffen. Chef von französischer Službe General Rondeau, der in Französisch
Für uns waren das wichtige Persönlichkeiten, die anscheinend sehr daran interessiert waren, Kriegsverbrecher wie Karadzic oder Mladic zu verhaften. Im Zuge unseres Treffens wurde uns eine Liste jener Personen übergeben, die vom französischen Geheimdienstchef General Rondeau gesucht wurden. Und diese Namensliste war unserer Meinung nach völlig irrelevant, denn die Personen auf der Liste waren unseren Behörden quasi unbekannt. Völlig nutzlos. Eine Reihe von Ungereimtheiten. Aber wenn man Florence Hartmann zuhört, wird manches klarer. Hartmann war 6 Jahre lang die rechte Hand von Carla Del Ponte, der Chefanklägerin des Haager Tribunals. Alain Richard war damals abhängig von den Informationen, die ihm General Rondeau gab. Denn der kümmerte sich um die Angelegenheit. Richard erhielt Berichte von Rondeau und der wusste, wo Mladic war. Also wusste Richard, wo Mladic war. Vielleicht nicht sofort, aber er wusste, dass sich Mladic in Belgrad aufhielt. Also wenn er sagt, er hat nichts gewusst, dann ist das eine Lüge? Ja, eine große Lüge. Mladic hat sehr lange an seiner offiziellen Wohnadresse gelebt. Die Nachbarn haben ihn sogar im Garten beim Rosenschneiden gesehen. Er ging selbst für seine Leibwächter, die damals bei ihm wohnten, Brot kaufen. Das war 2001 in einer Villa in Belgrad. Warum versteift sich Alain Richard darauf vorzugeben, dass Mladic unauffindbar wäre? Ein kleiner Rückblick, 12. Dezember 1995. Zwei französische Piloten waren 4 Monate davor von Mladics Truppen festgenommen worden. Nach endlosen Verhandlungen begibt sich der französische General Jean-Philippe Douin in den serbischen Teil Bosniens, um die 2 Männer zurückzuholen. Zu dieser Zeit verhandelte man bereits mit einem Ratko Mladic, der als Kriegsverbrecher angeklagt war. Aber keiner kümmerte sich darum, denn er hatte das Spiel in der Hand. Und das gefiel ihm. Ich freue mich, Sie zu Ihren Familien, Ihren Kindern und, wie ich hoffe, unserem Frankreich zurückzuschicken. Der Handshake der beiden Generäle wirft Fragen auf. Hatte Frankreich womöglich mit Mladic ein Abkommen getroffen? Straferlass gegen die Auslieferung der beiden Gefangenen? 2 serbische Offiziere, die an dem Treffen teilgenommen haben, bestätigen das. Das ist reine Erfindung. Wenn ein solcher Pakt geschlossen worden wäre, hätte ich das als Minister gewusst. Und ich habe Zeit und Energie dafür aufgebracht, gemeinsam mit dem französischen Kommandanten zu prüfen, wie wir es anstellen würden, Mladic zu verhaften, falls wir gewusst hätten, wo er sich aufhielt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie so viele höhere Offiziere nichts von einem Pakt wissen hätten können oder wie sie ihn vor mir verheimlicht hätten. Alles nur Erfindung. Es gibt Telefongespräche, die 1995 bekannt waren, aus der Zeit, als die Geiseln befreit wurden. Sie belegen in Gesprächen zwischen hochrangigen Serben, dass sich die Franzosen darauf eingelassen hätten. Worauf auch immer sie sich eingelassen haben, das kann nicht gelten. Mit dem Teufel kann man keinen Pakt schließen. Und nichts rechtfertigt es, jemanden, der wegen Völkermordes angeklagt ist, nicht zu verhaften. Wurde Mladic bis zur Verhaftung im Mai 2011 von den Franzosen gedeckt? 2010 machte die serbische Presse damit Schlagzeilen. Der Telegraf behauptete, dass Mladic unter dem Schutz von Russland und Frankreich stand. Der Autor des Artikels, Mensur Sacic, ist für seine guten Kontakte zum serbischen Geheimdienst bekannt. Bei der Recherche für diesen Artikel habe ich Leute getroffen, die Mladic gut kannten. Sie behaupteten, dass Mladic auf freiem Fuß war, weil er ein Abkommen mit Frankreich getroffen hätte.
Diese Leute waren mit ihm zusammen, als er in Serbien war. Sie glauben auch, dass ihn der KGB beschützt hat. Er hatte nämlich während des Jugoslawienkrieges zu den Russen immer besondere Beziehungen. Die Russen haben ihm die Waffen geliefert. Die Franzosen deshalb, weil Mladic die Piloten sehr gut behandelt hat und weil er sich darauf eingelassen hat, sie mit Hilfe des KGB an Frankreich auszuliefern. Trotz des Schutzes, den Ratko Mladic genießt, beschließt der serbische Geheimdienstchef Goran Petrovic, im Jahr 2001 zu handeln. Mit seinem Team verhaftet er mehrere Kriegsverbrecher, die sich selbst für unantastbar hielten. Zur selben Zeit ortet er den Ex-General. Würde die Jagd endlich vorbei sein? Za nekoliko meseci, dakle relativno kratko. Innerhalb weniger Monate haben meine Mitarbeiter und ich ein Dutzend Kriegsverbrecher ausfindig gemacht, darunter General Mladic. Drei haben wir verhaftet. Mladic haben wir damals in Valjevo lokalisiert. Er bewegte sich ganz frei in Serbien und benutzte sein Handy. Wir haben ein Gespräch mit einer Cousine oder Tante aufgezeichnet, als er ein Telefon der Sicherheitskräfte verwendete. Nach der Verhaftung der drei Kriegsverbrecher haben der Kabinettschef des Präsidenten und seine Mitarbeiter ganz offen begonnen, unsere Arbeit zu blockieren. Sie haben mich sogar wie einen Kriminellen behandelt. Einige Monate später wird Goran Petrovic entlassen. Sein Fehler? Er ist Ratko Mladic zu nahe gekommen. In der neuen serbischen Regierung sitzt jedoch dann ein Mann, der den Kampf wieder aufnimmt. Zoran Djindjic, der Premierminister. Ende 2001, 6 Jahre nach Srebrenica. Djindjics Gegner sind die Armee und die Partei des Präsidenten Vojislav Koštunica. Koštunica gibt sich demokratisch. In Wirklichkeit ist er ein eingefleischter Nationalist. Er wird die Jagd nach den Kriegsverbrechern behindern. Doch Zoran Djindjic hält sein Versprechen. Am 1. April, wie ein Donnerschlag, liefert er Slobodan Milošević, den serbischen Ex-Präsidenten, aus. Madame Del Ponte, bonjour. Le président, les partis peuvent-ils se présenter? Ich betrachte dieses Tribunal als ungesetzlich. Daher ist auch die Anklage gegen mich ungesetzlich. Indictments, false indictments. Zoran Djindjic macht weiter. Er verspricht Carla Del Ponte, Chefanklägerin des Haager Tribunals, den Kopf von Ratko Mladic. Aber vermutlich damit unterschreibt er sein eigenes Todesurteil. Mladića, tako da kažem, skrivali, iako to baš i nije bilo neko skrivanje. 2001 hat sich Mladic nicht wirklich versteckt, denn er wurde beschützt. Mich schockierte, wer ihn beschützte. Präsident Koštunica, der Verteidigungsminister, der Chef des militärischen Nachrichtendienstes, der Chef der Spionageabwehr und viele Offiziere der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien. Kako se to tada zvalo, a ja zovem degenerisana jugoslovenska narodna armija, jer mislim da taj izraz bolje pripada. Während Präsident Koštunica die internationale Gemeinschaft an der Nase herumführt, übernimmt Zoran Djindjic bei der Jagd nach Mladic die Führung. Am 12. März 2003 treffen ihn 3 Kugeln. Sarko Korac war einer der Verantwortlichen bei der Untersuchung des Mordfalls Djindjic. Djindjics Mörder kamen aus den Reihen der Polizei von Milošević. Das kann man mit Sicherheit sagen. Denn einer der Männer, die ihn getötet haben, war ein Ex-Oberst der serbischen Polizei. Es gab Gründe, um an Djindjic Vergeltung zu üben. Denn er hatte die Verantwortung für sein Handeln übernommen. Er stellte sich vor die Kameras und gab zu: Ich bin verantwortlich, ich bin stolz, es getan zu haben, es musste getan werden. Mladic machte sich sicherlich Sorgen, dass die serbische Regierung Milošević ausgeliefert hatte.
Ein durchtriebener Mensch wie Mladic, eine öffentliche politische Person, musste sich gesagt haben, wer wird nach Milosevic verhaftet. Die Gefahr ist groß, dass ich es bin. Während Mladic im Kreuzfeuer steht, wirkt der Mord an Đinđić wie ein Erdbeben. Die internationale Gemeinschaft ist geschockt. Die Serben beteuern, dass sie Mladic wirklich suchen. Es ist das Jahr 2003, 8 Jahre nach der Anklageerhebung gegen Mladic. Die Polizei beschließt, endlich etwas zu unternehmen. In der Serbischen Republik, im serbischen Teil Bosniens, machen sich die Untersuchungsbeamten an die Familienangehörigen des Netzwerkes Mladic heran. Am 13. August 2003 stirbt in Kasimbo Mladics Mutter. Während des Begräbnisses kommt es zum Lokalaugenschein. Sogar der Sarg wird geöffnet. So mancher Dorfbewohner ist empört. Wir haben nichts getan. Sie sind plötzlich bewaffnet vor uns gestanden, haben das Haus umstellt und die Waffen auf uns gerichtet. Wir waren verblüfft. Es ist eine Schande, so kann man sich doch bei einem Begräbnis nicht verhalten. Wir beschließen, die Spur zum Netzwerk Mladic innerhalb seiner Familie weiter zu verfolgen. Wir machen Radivoj Avram, seinen Schwager, ausfindig. Er hat 2003 gegen die Hausdurchsuchung protestiert. Er wird verdächtigt, einer der wichtigsten Personen zu sein, die es Mladic ermöglichten, der Verhaftung so lange zu entgehen. Er gehört zum harten Kern. Wissen Sie, was ich tun sollte? Ich sollte sie alle verklagen. Die Militärverbände, der EUFOR, die Journalisten, die Polizei und alle anderen. Ich habe genug von euch allen. Wenn ich schuldig bin, warum werde ich dann nicht verhaftet? 40 Jahre habe ich gebraucht, um mein Haus zu bauen. Ich bin ein einfacher Mann. Was wollen Sie von mir? Avram wird nichts sagen. Er war dem Ex-General eng verbunden. 1999 war er bei der Hochzeit von Mladics Sohn dabei. Die Untersuchungsbeamten glauben, dass Mladic während seiner Flucht bei ihm gewohnt hatte. Doch er bestreitet das. Das letzte Mal habe ich Mladic bei der Hochzeit seines Sohnes gesehen. Ich hatte Probleme mit der Prostata. Wir haben ein bisschen geplaudert, dann hat er mir mehrmals gesagt, dass er nach Argentinien gehen wird. Woher soll ich wissen, ob das stimmt? Avram weiß, dass das nicht stimmt, aber er verwischt die Spuren. Bei den Untersuchungsbeamten führt er den Namen Das Grab. Mladic konnte auf ihn zählen, wie auch auf viele andere im serbischen Teil Bosniens, der Serbischen Republik. Denn hier ist der Ex-General zu Hause. Bei der Jagd auf Ratko Mladic ist hier Uroš Penna, der Polizeichef, die wichtigste Person. Er weiß, dass seine Arbeit vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt wird. Vor seinem Haus werden T-Shirts mit Aufdrucken von Karadžić und von Mladic verkauft. Daran kann man erkennen, wie schwierig seine Aufgabe ist. Man sieht oft im Fernsehen Interviews mit meinen Mitbürgern. Die meisten sagen, sie würden keine Kriegsverbrecher an das Tribunal in Den Haag ausliefern. Es ist für die Polizei schwierig, denn das Volk ist dagegen. Das Volk unterstützt uns nicht. Seitdem er vor 4 Jahren Polizeichef geworden ist, hat er in seiner Truppe aufgeräumt. Gewisse Beamte blockierten die Jagd nach den mutmaßlichen Kriegsverbrechern. Einige hundert wurden entlassen. Doch noch war die Situation nicht bereinigt. Es wäre naiv zu glauben, dass ein einfacher Polizist irgendwo Mladic begegnen würde. Das ist nicht vorstellbar. Aber um ehrlich zu sein, einige meiner Männer würden einfach wegschauen, wenn sie Mladic begegneten. Uroš Penna erlaubt uns, die Eliteeinheit zu treffen, die auf der Jagd nach Mladic ist. Ihre Aufgabe ist gefährlich. Sie wollen keine Kameras und keine Fragen. Würde einer von Ihnen Mladics Verhaftung verweigern? Ein vielsagendes Schweigen.
Hier würde man auf die Verhaftung Mladics nicht mit Champagner anstoßen. In Kalinovik, dem Geburtsort von Ratko Mladic, haben diese Elitetruppen ihre letzte große Militäroperation durchgeführt. Ein Dorf, das nur aus einigen Blech- oder Strohhütten besteht. Auf der Spur des Kommandos gelangen wir in das verschneite Nest in den Bergen. Denn wer Mladics Familie sucht, kommt unweigerlich hierher. Das ist er. Der Mann, dem die internationalen Behörden ihre ganze Aufmerksamkeit gewidmet haben. Mile Mladic, der Onkel. Er zog Ratko auf, denn der hatte mit 3 Jahren seinen Vater verloren. Mile Mladic wurde verdächtigt, seinen Neffen auf seinem Hof versteckt zu haben. Mile ist misstrauisch. Er stellt Bedingungen, bevor er mit uns spricht. Wenn wir von ihm als Helden sprechen, okay. Er ist kein Kriegsverbrecher. Er hat das Volk verteidigt, sonst nichts. Die Polizei hat ein halbes Dutzend Razzien in diesem fast verlassenen Nest gemacht. Hier gibt es mehr Schafe als Menschen. Die Soldaten der Euphor sind gekommen. Sie haben alles durchwühlt. Keller, Ställe, Häuser. Mile Mladic bittet uns dann doch herein und bietet uns Schnaps an. Nach 2 Gläsern verschwindet er kurz und kommt stolz mit einem Foto von Ratko, seinem Neffen, zurück. Auf diesem Foto war er gerade 20 Jahre alt. Er hat sich von klein auf wie ein guter Mensch benommen. Und wo immer er heute auch ist, er wird es bleiben. Ich kenne ihn seit seiner Geburt. Er würde sich niemals in irgendeiner Höhle oder sonst einem Loch verstecken. Nein, er ist gut untergebracht und er wird sich niemals ergeben. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ihm eine Botschaft zukommen zu lassen, würde ich ihm sagen, lass dich niemals lebend schnappen. Er ist ein Mann mit Prinzipien. Niemals würde er sich ergeben. Niemals. Wir verlassen Bosnien Richtung Serbien. In Belgrad folgen wir den Spuren eines weiteren Netzwerkes Mladic. Hier sind es Militärs oder ehemalige Militärangehörige, die seine Flucht deckten. Das beweisen die Bilder, die in den Jahren seines Untertauchens gedreht wurden. Mit Armeebussen werden die Gäste zu einer Zeremonie zu Ehren des Generals befördert. Seit dem Mord an Džinđić 2003 versteckte sich Mladic manchmal in Kasernen. Im Oktober 2004 werden 2 Soldaten, die vor der Topčider-Kaserne auf der Lauer liegen, erschossen. Die Offiziere geben an, es wäre Selbstmord gewesen. Es war Mord. Die Soldaten hatten Mladic in der Kaserne gesehen. Das bezahlten sie mit dem Leben. Wir treffen Janko, den Vater eines der beiden Soldaten. Er empfängt uns mit dem Foto seines Sohnes Dragan in der Hand. Der Mord an den beiden Soldaten hat die Presse lange Zeit in Atem gehalten. Hunderte Artikel beschäftigten sich damit. Thema: Mladic sei von den Soldaten erkannt worden. Wie können Sie behaupten, dass Mladic der Grund für den Mord an Ihrem Sohn ist? Weil die Armee zugegeben hat, dass er sich in der Kaserne versteckt hat, mindestens bis 2002. Mladic wurde in der Kaserne sogar beim Tischtennisspielen gefilmt. Wir mussten den wichtigsten Menschen in unserem Leben begraben. Und nichts wird uns vergessen lassen, dass Mladic daran schuld ist. Und er hat ganz Serbien leiden lassen. Ich muss zugeben, dass er für mich früher ein Held war. Aber seit dem Tod meines Sohnes und nach all den Gräueltaten in Bosnien ist er das nicht mehr. Er hat den Serben zu viel angetan. Janko gehört nun zu denen, die von Mladic enttäuscht sind. Sein ganzes Leben dreht sich um dessen Verhaftung.
Um den Mord an Dragan zurückzuverfolgen, fahren wir nach Belgrad. Ein angesehener Anwalt, der sich um den Fall kümmerte und zu sehr nachbohrte, wurde mehrmals mit Mord bedroht. Gegen jede Logik behaupteten die Militärbehörden, die beiden Soldaten hätten Selbstmord begangen. Aber die ballistischen Analysen bewiesen das Gegenteil. Der Lauf ihrer Waffen war zu lang, um sich selbst verletzen zu können. Zuerst wurde von der Militärbehörde selbst ermittelt, von einem Militärgericht. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Es wurde katastrophal ermittelt. Das war Absicht. Alles wurde getan, um die Untersuchung unmöglich zu machen. Sie haben die Kleidung der Opfer absichtlich in feuchte Säcke gestopft, sodass die Spuren verwischt wurden. Alles ist verrottet, man konnte die Kleidung nicht mehr als Beweisstücke verwenden. Die DNA und die ballistischen Spuren wurden auch zerstört. 3 oder 4 Jahre mussten wir dafür kämpfen, zu beweisen, dass es sich um Mord handelte und nicht um Selbstmord. Schließlich übernahmen unabhängige Experten, unterstützt vom FBI, die Untersuchung. Der Mord wird nicht mehr angezweifelt. Doch vor allem steht der Name Mladic in den Akten. Das Militär behauptet, dass es Mladic nicht mehr decke. Jetzt organisiert man Führungen durch die Kaserne, in der Mladic gewohnt hat. Hier in diesem Zimmer hat er geschlafen. Eine Schande für die Armee. Der derzeitige Verteidigungsminister Dragan Šutanovac spricht nicht gerne über diese Geschichte. Er will uns davon überzeugen, dass die heutige Armee nichts mit der von damals zu tun hat. Es scheint mir heute klar, dass der damalige Präsident Koštunica Kenntnis von Mladics Aufenthalt in der Kaserne gehabt hat. Heute weiß man, dass der Generalstab darüber informiert gewesen ist, dass sich Mladic in den Kasernen versteckt gehalten hat. Es war logisch, den Präsidenten darüber zu informieren. Damals funktionierte der Militärapparat des Netzwerkes Mladic perfekt. Der Ex-General bezog sogar bis November 2005 seine Rente. Außerdem unterzog er sich in seinem Versteck im Militärhospital von Belgrad angeblich einer Hüftoperation. Auf diesem Video hat er Schwierigkeiten beim Gehen. Die Bilder, ebenfalls bei einer Polizeirazzia beschlagnahmt, sind angeblich die letzten, die von Mladic vor seiner Verhaftung gefunden worden sind. Für Carla Del Ponte, Chefanklägerin beim Internationalen Strafgericht von Den Haag, ist es der Beweis, dass der serbische Geheimdienst gelogen hat. Während sie in Belgrad mit Präsident Koštunica über die Auslieferung von Ratko Mladic verhandelt, erfährt sie, dass dieser sich in einem Haubenlokal ganz in der Nähe des Verhandlungsortes aufhält. Er war in einem Restaurant weniger als 1 Kilometer Luftlinie entfernt, so als wollte er sie damit provozieren. Schaut her, da bin ich, fangt mich doch, wenn ihr wollt. Es war immer eine Art unerhörtes Spiel für jemanden, der wegen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wurde. Die wütende Carla Del Ponte stellt ihr eigenes Untersuchungsteam zusammen. An der Spitze Raymond Carter, ein französischer Beamter. Er jagt alle Kriegsverbrecher. Er will Mladic. Haben Sie den Eindruck, dass Sie von den Serben an der Nase herumgeführt worden sind? Das war mehr als nur ein Eindruck. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat sich das bewahrheitet. Natürlich waren einige Militärangehörige nicht damit einverstanden, dass wir ehemalige Militärs wie General Mladic verfolgten. Sobald wir eine Information hatten, ließen wir sie uns so schnell wie möglich bestätigen. Oft waren wir vor Ort und sobald wir die Bestätigung hatten, baten wir sie zu intervenieren. Sobald die Untersuchungsbeamten auftauchten, um den Verdächtigen zu befragen, war der Gesuchte nicht mehr da. Wollen Sie damit sagen, dass er vorgewarnt wurde? Anscheinend. Raymond Carter kündigt 2004. Angewidert. Und er hat gute Gründe. Er ordnet ein Dutzend flüchtige Kriegsverbrecher, darunter Ratko Mladic. Doch sobald er sie verhaften will, legt man ihm Steine in den Weg.
Ich habe gekündigt nach einer meiner letzten Interventionen in Belgrad. Ich war vor einem Gebäude, in dem sich ein gesuchter Kriegsverbrecher aufhielt. Ich wartete auf grünes Licht für den Zugriff. Dann hat man mir den Befehl erteilt, mich zurückzuziehen, mit der Begründung, das sei politisch nicht korrekt. On m'a donné l'ordre de me retirer parce que ce n'était pas politiquement correct. Die Flüchtigen, auch Mladic, werden anscheinend von ganz oben beschützt. Carla Del Ponte wird kurz darauf den unwiderlegbaren Beweis dafür haben, eindeutige Fotos. Der Mann heißt Goran Hacic. Auch er wird vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Am 13. Juli 2004 spürt ihn Carla Del Ponte auf und blufft, um die Machenschaften der serbischen Behörden aufzudecken. Sie benachrichtigt Präsident Koštunica, dass ihre Leute Hacic ausfindig gemacht hätten. Gleichzeitig fotografieren Spione den Flüchtigen. Was nun geschieht, spricht Bände. Ein anonymer Anruf langt bei Hacics Frau ein. Die Polizei wolle ihren Mann verhaften. Auf dem letzten Foto sieht man ihn flüchten. Die höchsten Männer im Staat deckten also Kriegsverbrecher. Heute ist Goran Hacic nach der Festnahme von Mladic der letzte serbische Kriegsverbrecher auf der Flucht. Mit diesen Beweisen wird der internationale Druck größer. Kein Eintritt in die EU ohne Verhaftung aller Kriegsverbrecher. An erster Stelle Ratko Mladic. Die Serben suchen seinen wunden Punkt. Seine Familienangehörigen. Vor allem seine Frau, die ihn überall hin begleitet hatte. Mit der ihm eine komplizenhafte Beziehung verband. Wenn ich anfange, kann ich gar nicht mehr aufhören. So ein sympathischer, eleganter, charmanter, kultivierter General. Mit seinen schönen blauen Augen. Mladic hatte nichts zu befürchten. Seine Frau schwieg. Die Polizei hatte sie bedroht, sogar versucht, sie zu kaufen. Nichts half. Der nächste im Visier, Sohn Darko. Er ist Unternehmer. Er lebt in Belgrad, im gleichen Haus wie seine Mutter. Darko hat Geld. Und die Polizei vermutete, dass er die Flucht seines Vaters finanzierte. Hausdurchsuchungen ohne Ende folgten. Aber Ratko blieb verschwunden. Wir haben mehrmals versucht, Darko Mladic aufzusuchen. Man lässt uns wissen, dass er nicht mit Journalisten spricht und dass er nichts über den Aufenthaltsort seines Vaters wisse. Darko verhält sich unauffällig. Er weiß, dass er unter Beobachtung steht. 2008 wird in Serbien eine neue Regierung gewählt. Die Politik nimmt einen neuen Anlauf, um Kriegsverbrecher zu stellen. Die Jagd wird wieder aufgenommen. Juli 2008. 13 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica wird den internationalen Behörden ein erlesenes Geschenk gemacht. Radovan Karadzic, Ex-Präsident der Serbischen Republik in Bosnien und Herzegowina. Das politische Pendant zum Militär Mladic. Er lebte als Alternativmediziner mitten in Belgrad. Sein äußeres Erscheinungsbild war stark verändert. Als Karadzic festgenommen wird, kommt es zu Demonstrationen. 10.000 gehen auf die Straße. Vor allem Nationalisten demonstrieren gegen Karadzics Verhaftung. Und auch Mladic hat viele Anhänger. Wir haben an einer Trauerfeier zu Ehren der im Krieg gefallenen Serben teilgenommen. Es ist Sommer 2009. Viele Menschen sind hier. Und für alle ist Mladic ein Held. T-Shirts sagen mehr als 1000 Worte. Die Leute tragen sie, denn sie glauben, oder sagen das zumindest, dass Mladic die Serben in Bosnien vor der Vernichtung gerettet habe. Our T-Shirts
Auf unseren T-Shirts steht, wir wissen wo, aber wir werden es nicht sagen. Alle Serben in Serbien oder in Bosnien wissen, wo er ist. Er ist in unseren Herzen. Diese Jugendlichen verkörpern den nationalistischen Teil vom Netzwerk Mladic. Es sind Extremisten. Ihre Ideen finden nur in einer Minderheit Anklang. Trotzdem, in einigen Bars der Serbischen Republik thront das Foto des Generals noch immer über der Theke. Leicht angetrunken kann es schon passieren, dass die Gäste Mladic ganz offen vor der Kamera verehren. Forever. Forever. Immer. Immer werde ich Ratko Mladic lieben. Die Franzosen lieben Ratko Mladic auch. Solche Ergüsse sind betrunkenes Geschwätz. Aber auch in der Realität gibt es Unterstützung für den General. Serge Prametz hat die Nachfolge von Carla Del Ponte als Chefankläger vom Haager Tribunal angetreten. Wir trafen ihn im Oktober 2009. Er war sehr besorgt. Laut letzter Umfragen, die uns unsere serbischen Gesprächspartner übermittelt haben, sind nur 20% der Bevölkerung für die Verhaftung Mladics und seine Überstellung nach Den Haag. Das ist erschreckend. Für ein Volk ist es nicht einfach zu akzeptieren, dass Politiker oder Offiziere, denen es vertraut hat, Kriegsverbrecher sind. Wenn die Bevölkerung Mladic so massiv unterstützt, haben dann die serbischen Behörden wirklich alles getan, um ihn zu verhaften? Um das zu beantworten, begeben wir uns ins Allerheiligste, zum serbischen Geheimdienst. Im Gebäude befindet sich ein Teil der Geheimnisse rund um die Jagd auf Ratko Mladic. Jovica Stojic, der Kabinettschef, empfängt uns. Für ihn hat die Jagd Priorität. Wir machen Druck und er öffnet das Zimmer, das bisher der Presse verschlossen geblieben ist. Hier laufen die Anrufe der Polizeispitzel ein. Laut Stojic läuten die Telefone selten. Kaum jemand interessiert sich für die Ergreifungsprämie, die zuletzt auf 10 Millionen Dollar erhöht worden ist. Mehr dürfen wir nicht filmen und der Mann, von dem wir erwartet hatten, dass er viel weiß, hatte wenig zu sagen. Wann kamen Sie der Verhaftung Mladics am nächsten? Ich weiß es nicht genau, darüber habe ich keine Informationen. Sie haben das Büro und all die Telefone gesehen. Eben dort in diesem Büro kümmert man sich um die Jagd nach Mladic. Die Informationen werden an die Einheit im Einsatzgebiet weitergegeben, um die betreffende Person zu verhaften. Ich habe aber keine exakten Informationen über die Arbeit vor Ort. Stojic weiß also nicht, was seine Männer tun. Bekamen Sie schon Anweisungen von Politikern, Mladic nicht zu verhaften? Davon weiß ich nichts. Auch in Serbien beginnt man am Mythos Ratko Mladic zu zweifeln. Am 23. Februar 2010, bei einer neuerlichen Razzia im Haus seines Sohnes Darko, findet die Polizei in einem Versteck Notizbücher, die Mladic während des Krieges verfasst hat. Sie bestätigen seine Verantwortung für die Verbrechen, für die er angeklagt ist. Die Seiten über Srebrenica wurden herausgerissen. Die Notizbücher werden vom Internationalen Strafgerichtshof derzeit vollständig übersetzt. Für die Serben könnte die Wahrheit grausam sein. Enthüllungen passieren immer dann, wenn man sie nicht mehr erwartet. Im Juni 2010 wird der zweite Mörder von Zoran Djindjic, dem Premierminister, der Mladic ausliefern wollte, gefasst, als er die serbisch-kroatische Grenze passieren will. Er bekommt von der Polizei eine Schutzweste. Es wird befürchtet, dass er erschossen wird. Dieser Profikiller weiß zu viel und seine Auftraggeber werden bestimmt alles tun, um ihn zum Schweigen zu bringen. Während man wartet, dass er auspackt, intensivieren die serbischen Behörden ihre Operationen rund um das Netzwerk Mladic. Die muslimische Gemeinschaft beweint zur gleichen Zeit ihre Toten.
Im Juli 2010 werden während der Trauerfeierlichkeiten zum Gedenken an das Massaker von Srebrenica 775 Tote begraben. Alle stammen aus Leichenhaufen, die kurz davor in jener Region entdeckt worden sind, wo General Mladic das Oberkommando gehabt hat. Heute erst, nach 15 Jahren, kann ich meinen Sohn begraben. Von meinem Mann weiß ich bis heute nichts. Von meinen Brüdern hat man nur ein paar Knochen gefunden. Ich hatte 3 Brüder, jetzt habe ich keinen mehr. Dieses Jahr ist schwarz. Ich begrabe meinen Sohn in schwarze Erde. Mladic hätte schon längst verhaftet werden müssen, aber er spaziert gemütlich umher, während die Mütter leiden und alleine zurückbleiben. Jedes Jahr erinnerte dieses makabre Jubiläum daran, dass Ratko Mladic, angeklagt wegen Völkermordes, so lange entkommen konnte. Heuer, im Jahr 2011, ist es erstmals anders. Der Mann, der nach der Anklage all das zu verantworten hat, muss sich der Welt jetzt erklären.